Du willst lernen, Smears zu animieren? Dann just do it! Und komm mit. Spring zur Sekunde 024. Smears sind überall. Heimlich, extra sneaky oder extra auffällig. Sogar Sailor Moon verwendet Smears. Fanboy. Smears ist eine Technik, von der auch Anfänger sehr profitieren können. Lass uns anfangen. Wir können also eine Bewegung mit ca. 15 Frames animieren. Was wir aber auch können, ist ein Smear erstellen, der nur über 3 bis 4 Frames verfügt. Es sei gesagt, das Zählen von Frames hier nicht vonnöten ist. Du wirst beim Praktizieren schnell ein Gefühl dafür bekommen, was zu dir und deinem angestrebten Stil passt. Es gibt hier keine strengen Vorgaben. Smears sind einfach zu verstehen. Es ist, als würde man eine unglaublich schnelle Bewegung mit einer Videokamera festhalten wollen und die Kamera kann mit der Geschwindigkeit der Bewegung nicht mithalten und stellt dies in crazy Artefakten dar. Falls es dir nicht aufgefallen sein sollte, ich habe den gesamten Kopf gestreckt. Lass uns darauf etwas näher eingehen. Beim Schmieren wird gestreckt und Attribute vervielfältigt. Durch das Stretching kannst du viele oder einzelne Aspekte der Bewegung hervorheben. Bei diesem Smear habe ich der Nase keine Aufmerksamkeit geschenkt, jedoch könnte ich ihr die meiste Aufmerksamkeit geben. Bei Smears wird also viel in Richtung Endframe gestreckt und multipliziert. Daraus resultiert eine abstrakte Mischform. Oder auch nicht. Wie gesagt, bei Smears geht alles, ob sachlich, verspielt, over the top, krickelkacke oder übelst verschmiert. Es trägt ja nicht umsonst den Namen Smears. Bon voyage.